Was macht man am besten mit einem Traum? An einem Traum muss man festhalten. Norman Koppermann möchte seit 12 Jahren Ballonpilot werden. Bislang läuft er als Verfolger hinterher. Einen Traum muss man ziehen lassen, wenn es noch nicht an der Zeit ist. Aber man darf ihn niemals aus den Augen verlieren. Seit Jahren möchte Conny Landsberger einen eigenen Ballon haben, einen Elvis-Ballon. Träumer muss man unterstützen. Vielleicht, weil sie zielstrebiger sind als andere. Thomas Oeding ist Luftfahrtunternehmer und der Himmel sein Revier. Ein Traum ist erst dann richtig gut, wenn er sich plötzlich in Luft auflöst, weil man ihm unglaublich nahe kommt. Jetzt haben wir so eine ganz leichte Böe. Was würdest du sagen, wie viel ist das geschätzt? 11, 10 Knoten. Bist du sehr hoch? Mhm. Nein, das sind keine 4, 5 Knoten mehr. Und wenn du mal da hinten schaust, schau dir mal den Windsack da an. Oh, der ist schon fast zusammengefallen. Ne? 10 Knoten sieht anders aus. Na? Dann hast du eine andere Frisur, Normi. Okay. Flugplatz Neumünster, Schleswig-Holstein. Ausbildungsfahrt. Gut ein Jahr wird sie dauern, die Schulung zum Piloten. 50 Starts und Landungen plus 20 Stunden effektive Fahrzeit sind nötig, bevor es zur Prüfung geht. Gäste dürfen nicht mit, aus Sicherheitsgründen. Normi hört. 7 Bar. Normi guckt. 7 Bar. Mhm. Was man Heizungskeller alles schafft, ne? Also 6,5, wenn der nicht ganz auf Null geht. Mhm. Gut. Meine 6. Fahrt ist das jetzt, ne? 7. Die 7. wird's jetzt. Mhm. Aber heute bin ich natürlich noch ein bisschen aufgeregt wieder. Und Angst noch nicht so, weil ich weiß, dass Thomas immer noch hier ist. Und daher nimmt mir das noch die Angst, ne? Sonst habe ich mir eher zurückgehalten. Und jetzt auf einmal soll ich alles sagen und machen. Aber ich hoffe, das wird auch noch mehr. Norman ist 30, im brandenburgischen Wulfersdorf aufgewachsen. Seit ein paar Jahren Tischler in Kiel. Norman ist ein junger Mann, der sich Ziele steckt, dem vieles nicht gegeben ist, der sich viel erarbeiten muss, der sich mittlerweile auch viel zutraut. Und ich mir ja gesagt habe, dass er auf jeden Fall eine Chance verdient, seinen Traum zu verwirklichen. Denn er möchte ja Pilot werden. Ab 50 Meter Höhe schaltet der Mensch auf Staunen um und wird ruhig, hat Ex-Psychologiestudent Thomas Oeding beobachtet. Ich brauchte als Student Geld, ich habe alles selbst finanziert. Bin dann eigentlich ganz zufällig über Studentenjobvermittlung zum Ballonfahren gekommen. Jetzt bin ich so entspannt und zufrieden. Mhm. Start ist immer so ein bisschen, wo ich aufgeregt bin. Oh. Aber ja. Start und Landung können viele Fehler passieren auch, ne? Ich lasse mich auch noch gerne ablenken. Norman, jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen Ausbildung machen. Wir sind schon auf 220. Mindesthöhe über Land. Genau, Sicherheitsmindesthöhe. Mindesthöhe. Über der Stadt 300. Mhm. Ne? Richtig. Und wir sind jetzt bei 230, also schon ein bisschen höher. Ja.
Ein Ballon lässt sich nicht steuern wie ein Flugzeug oder Schiff. Nur steigen mit heißer Luft oder sinken mit kalter ist möglich. Und jetzt drehe ich mir den Ballon so hin, dass ich wieder in Fahrtrichtung bin. Und das kann ich einmal über den Schwarzleiner machen und einmal über die grüne, links rum, rechts rum. Ja, soll das auch dann mal langsam runter, ne? Ja. Du, Norman, wo willst du hin? Da hältst du genau den gleichen Intervall wie da. Was passiert? Ich steig gleich wieder. Jo. Wolltest du das? Nee. Panik kriegt selten jemand an Bord. Ja, der macht ja gerade mit dir was. Genau. Und nicht andersrum. Seit mehr als 20 Jahren wird fliegendes Volk von Thomas beobachtet. Ich erlebe nur Unwohlsein. Mhm. Wenn man aus Aufregung den ganzen Tag nicht zu sich nimmt und dann im Ballonkorb einsteigt und dann die Aufregung natürlich nicht nachlässt und dann vielleicht noch ansteigt, dann ist man die Mädels dann zusammengesackt. Mhm. Habe aber immer Bonbon dabei. So Bonbon. Mhm. Dann stehen sie wieder auf. Wenn du jetzt auch lange rumdüttelst hier oben, da ja, vorne kommt eine Hochspannung. Hochspannungsleitung. Die hast du sicherlich schon gesehen. Da fahren wir genau drauf zu. Ja. Jetzt kann man aber sehen, worum es geht, ne? Das war auch ein Abenteuer. Das Bild musste ja auch freigegeben werden. Das war ja noch viel schlimmer. Wo kriege ich jetzt ein Bild her, was freigeworden? Da habe ich irgendwann dann im Internet jemanden angeschrieben. Die hat mir erzählt, dass man künstlerische Bilder von Elvis frei verwenden darf. Aber die Bilder von Elvis selber, die sind unter Schutz. Drauf malen wäre erlaubt. Den nicht. Im Wohnzimmer schlummern die Entwürfe für Connys rosaroten Traum. Und das ist das Bild. Wir brauchen ja Flyer zum Verteilen. Vor Weihnachten und am 8. Januar sind wir ja in die Werbung gegangen. Also, ich hatte mir einen Ballon ausgesucht, der 50.000 kosten sollte. Ja, aber leider ging das nicht. Die Leute, die sind so ein bisschen misstrauisch. Ihren Traum ist sie wohl falsch angegangen. Der Ballon zu teuer, das Konzept war keines. Crowdfunding scheiterte. Die Website für den Elvis-Ballon blieb. Und das ist von der Balloon-Zähl. Der gute Kontakt in die Szene auch. So, und hier ist der Film, den wir mit Thomas. Soll ich mal anmachen? Das ist ja klar, ne? Ah, war ich da aufgeregt. Das ist Conny. Das ist Thomas. Conny fährt Brautpaare in diesem wunderschönen Cadillac durch die schleswig-holsteinische Landschaft. Und Thomas fährt mit dem Ballon im Himmel. Ja, ich bin mit Thomas gefahren am Himmel und habe geträumt und habe gedacht, wie schön wäre es doch, wenn wir einen Elvis-Ballon am Himmel hätten. Und habe Thomas davon gleich erzählt. Und er war begeistert. Ich bin immer noch begeistert. Conny hat mehrere Baustellen. Vor Jahren entdeckte sie in den Staaten diesen Plymouth. Seitdem wartet er auf seine Bestimmung. Geiles Teil. Passt so richtig hierher und auch zu mir. Elvis-Musik hört sie gerne von Tom Miller, einem Interpreten aus Norderstedt. Einer ihrer vielen Unterstützer, auf die schnell der Funke überspringt, wenn Conny mal wieder was vorhat. Ich hab schon mal, als ich mal so ein paar Jahre keinen Freund hatte, jetzt habe ich einen Mann, Gott sei Dank, da habe ich auch alleine geschraubt. Reich ist Conny nicht. Wenn einer käme, um den alten Plymouth zu kaufen, würde sie den wohl weggeben. Den Motor nimmt sie aber vorher noch raus. Ja, dann hätte ich noch ein bisschen Geld für den Ballon, das wäre gut. Also, ich würde sagen bei 4.000. 4.000 geht er weg? Ja. Conny und ich kennen uns schon viele Jahre, haben viele tolle Konzerte machen dürfen, viele Veranstaltungen machen dürfen. Wir oder ich möchte Elvis nicht 1:1 kopieren, das liegt mir fern, aber wir möchten einfach nochmal und auch mit dem Ballon ein Zeichen setzen an die Elvis-Fans, an euch da draußen, zu sagen, diese Musik ist toll, dieser Mensch war toll und das ist ein saugeiles Projekt. Ein Ballon mit nur einem Zweck, Freude machen. Aufgeben passt nicht zu Conny. Hier ist der Ballon zum Beispiel. Ich habe gesagt, das ist noch nicht gegessen, das Ding. Das wird noch was. Wenn nicht heute, aber in nächster Zeit. Wann, kann ich noch nicht sagen, aber das wird was. Puh.
Norman, jetzt nicht verkacken, ja, die Nummer, ja? Also geh runter. So, die Richtung ist nicht so schön, wie ich finde. Ja. Zum Sonnenuntergang muss ein Ballon runter. Ruhig, holla, holla, ruhig. Alles gut. Seit Minuten nur sumpfige Wiesen oder Baumkronen in Sicht. Dass die Lage brenzlig ist, erkennt man nicht sofort. Tatsächlich hat der Chef jetzt übernommen. Okay, alles gut. Da ist unsere Wiese, wie geil. Gelandet wird auch nach Gehör. Auch, guck mal da. Ja, ist egal. Weit voraussehen können sie nicht. Sobald eine Straße zu hören ist, runter. Es kommt eine Kreisstraße und der Feierabendverkehr. Halt die Autos mal weg! Oh, wir sind ja da. Alles gut. Ja, Norman, sehr gut. Du pass auf, dass er nicht in Stacheldraht fällt. Einen Traum muss man sich hart erkämpfen. Und dranbleiben. Immer dranbleiben. Manchmal will er nicht so wirklich, aber man muss ihn doch überreden. Christian Wölk ist der ruhige Pol in Connys Leben. Vernarrt in Oldtimer ist er auch und wie man die in Schuss hält, weiß er. Seit ein paar Jahren hilft er Conny in ihrer Eventagentur, fährt Brautpaare und wurde selbst zum Bräutigam von Conny 2016 in Las Vegas. Wir haben uns auf dem Oldtimer-Treffen kennengelernt. Er ist so alt wie meine Kinder. Oder sagen wir mal ein Jahr jünger, ne? Ein Jahr jünger, ja. An Unterstützern mangelt es der 52-Jährigen nicht. Seit Jahren an ihrer Seite Fotograf Oliver Franke aus Kiel. Er entwarf die ersten Werbeflyer für den Elvis-Ballon. In einer Art Hoppla-Hopp-Aktion. Denn Conny fiel erst im letzten Moment ein, dass Infomaterial auch ganz hübsch wäre. Ihr Tempo braucht passende Beifahrer. Die Motivation der Leute, die sich einen Ballon anschaffen, ist ja natürlich, dass sie eine riesengroße Werbefläche in die Luft bringen. Ja? Eben. Und das haben wir in dem Sinne ja nicht. Richtig, aber wir können ihm ja einen Werbebanner anbieten für seine Werbung. Wenn man, auch das wieder eine technische Frage. Ich weiß, dass man Banner auch an die Ballone irgendwie heften kann und sie dann wieder auch wechseln kann. Das soll möglich sein. Auch nicht schlecht. Nee. Licht und Schatten, Inszenierung und Reportage sind seine künstlerische Spezialität. Vor etwa 10 Jahren fotografierte er eher zufällig die ersten Ballonmeetings während der Kieler Woche. Seitdem hat ihn das Ballonfieber gepackt. Ja, das ist ja auch das Titelmotiv von das Geflicht ein. Ich wusste ja von eigentlich nichts, was mich erwartet. Und als ich dann anfing, dort mitzumachen, hat mich schon auch die zwischenmenschliche Beziehung und diese netten Bekanntschaften, die haben mich dort gehalten, also bis heute. Ja, wir waren dann vor 5 Jahren waren wir im Yukon, sind mit 6 Ballonteams im Yukon unterwegs gewesen, was ich dann porträtiert habe auch. Und es war eines der größten und spannendsten Abenteuer, die ich auch erlebt habe. Seine Ballonbilder und Bücher haben eine eigene Dynamik und der Szene eine besondere Kraft gegeben. Seiteneinsteigerin Conny gehört mittlerweile dazu. Ich würde sie nie in ihren Träumereien bremsen wollen. Das fände ich ganz schrecklich. Ich würde sie eher versuchen zu unterstützen und mache mir dann auch meine eigenen Gedanken dazu. Und im Endeffekt möchte ich eigentlich immer gerne Lösungen präsentieren. Und dafür habe ich in Bezug auf Connys Idee eigentlich auch schon eine Idee, die man vielleicht umsetzen könnte. Mhm.
Luft recht. Meteorologie. Aerostatik. Verhaltenslehre bei Unfällen. Allgemeine Luftfahrzeugtechnik. 60 Stunden Unterricht. Und dann lernen, lernen, lernen. Ja, der nördliche und der südliche Wendekreis sind Breitenkreise. Welche Eigenschaften haben sie? Sie liegen 23,5 von Äquator entfernt und die Sonne ändert hier scheinbar ihre Bewegungsrichtung. Das ist richtig. Ja. Normans Frau Steffi ist weg, wenn er lernt, Norman braucht Ruhe. Jetzt seit 3 Wochen jeden Tag. Jeden Tag, jeden Abend, 3-4 Stunden. Und gestern habe ich um 11:30 angefangen bis um 17:30 abends. Also wirklich durchgelernt, eine halbe Stunde Pause mal kurz zwischendurch. Und ja, in die ganze Woche jeden Abend 2-3 Stunden. Und die Fragen, die ich ständig falsch habe, ne, wo ich mich ärgere, die schreibe ich auf und die nehme ich dann überall mit hin, mit zur Arbeit. Dann lese ich mir mal kurz eine Pause durch und schreibe auf der Rückseite die Antworten rauf, auf Vorderseite die Frage, lese ich mir durch und dann versuche ich die zu beantworten. Ne. Thomas hat einen TÜV-Termin für 2 Ballone in Lübeck. Der große Grüne hat ein Loch. Der kleine Ausbildungsballon wahrscheinlich nichts. Auto ist einfach. Fahre ich zu meiner Werkstatt des Vertrauens, gebe den ab und sage, macht mal. Aber hier ist natürlich eine ganz andere Situation, weil die Kosten ganz schnell mal explodieren können. Einmal pro Jahr muss ein Heißluftballon zum TÜV. Etwa 20 Prüfer sind dafür bundesweit aktiv, wie Frank Zinkler von GEO, die Luftwerker. 479. Bei neueren Ballonen ist es eigentlich so, dass man zum Beispiel die Festigkeit des Stoffes noch nicht prüft. Aber wenn dann eine gewisse Stundenzahl erreicht ist, ist auch das vorgeschrieben. Hier kann man das jetzt schön sehen. Ich nehme mal diese Matte raus. Wenn der Karabiner jetzt eingekerbt ist, kann man sagen, Mensch, guck mal, das ist doch noch nicht so schlimm. Oder manchmal kommt auch vom Kunden, ich habe noch einen zu Hause. Dann sage ich, ja, dann hättest du ihn mal mitgebracht, wenn du weißt, dass er eingekerbt ist. Aber wir lassen uns da, es ist alles sicherheitsrelevant. Und wenn das nicht in Ordnung ist, wird das getauscht. Man kann ja das zwar versuchen, aber das macht man nicht. Es geht um die Sicherheit von den Piloten, von den Passagieren. Und unterm Strich, Herr Maiknecht und ich, wir unterschreiben dafür. Und wenn was nicht in Ordnung ist, dann klopfen Sie auch bei uns an der Tür. Kostenvoranschlag. Ja, das ist klar. Aber das ist. Aber du siehst selber an einigen Stellen, wir haben es die letzten Jahre noch ein bisschen abgedeckt. Aber das ist jetzt nicht mehr zu vertreten. Das ist jetzt sowas, kannst du auseinanderreißen. Nee, das kannst du vergessen. So, und in dem Atemzug kannst du dann ja auch die. Das machen wir zuerst. Dann, also wir nehmen es auf und gucken es uns an. Ich zeige dir das jetzt gleich mal an dem Seil, was ich liegen habe. Weil nicht, dass wir nachher anfangen und dann eigentlich sagen müssen, nee, das lohnt nicht mehr. Ich hole mal die Seile. Wie, das lohnt nicht mehr? Das kleine Loch im grünen Ballon wird etwa 450 Euro verschlingen. Muss er auch noch irgendwas riechen? Nein, ich prüfe so im Prinzip ganz einfach die Porosität des Stoffes. Wenn ich durchatmen kann durch den Stoff, weiß ich, dass er nicht mehr dicht ist. Und er verliert dann natürlich auch irgendwann seine Festigkeit.
Deswegen probiere ich das hier einfach mal mit dem Daumen. Also über die Jahre hat man natürlich auch so seine Erfahrung, bei welchen Stoffen oder wo man besonders genau drauf achten muss. Aber hier bei dieser Hülle ist alles noch im grünen Bereich. Die Überraschung lauert am Rande. Der zweite Ballon, der Ausbildungsballon, ist hinüber. Totalausfall. Lange Gesichter filmt man nicht. Jetzt gibt es ein Problem für Normans Ausbildung. Sein Fahrzeug ist weg. Noch ein paar Tage bis zur Prüfung. Es gibt Menschen, die sagen, eine Ballonprüfung sei so schwer wie ein Jagdschein. Also ich bin kein Lerntyp, ne? Jetzt geht's wieder. Also jetzt habe ich mich wieder reingefuchst. Aber sonst, ich habe früher nie in der Schule gerne gelernt, war nie ein Lerntyp. Aber jetzt macht mir das echt Spaß. Ne? Jetzt weiß ich, ja, ist ja für mich, sag ich mal. Ne? Umso näher der Tag kommt, umso nervöser wäre ich auch. Elvis-Imitator Tom Miller singt für einen Brotladen in Neumünster. Und Conny nutzt die Gunst der Stunde für ihre Angelegenheit. Fans, besser noch Sponsoren sammeln für den Elvis-Ballon. Vor lauter Begeisterung hat sie Flyer, Infomaterial, Werbeballons zu Hause gelassen. Aber sie hat ja Christian. Der ist nur noch mal los und sammelt ein, was unters Volk soll. Und Conny macht das, was sie am besten kann. Begeistern. Das ist dein Ballon. Ja. Hier gehört er. Ja. Okay, den kann man bei dir buchen. Genau, aber wenn ihr den jetzt mit eurem Namen oder Logo und mit dem Logo, ja, genau, bedrucken, sponsert, ja, und der Elvis-Kopf drauf ist, passt ja, mhm, Brotrock, ja, und Elvis, genau, hast du recht, richtig, dann seid ihr beteiligt, mhm, okay, dann wäret ihr die Sponsoren. Liebe Conny, ja, genau. Das ist Conny Landsberger. Conny Landsberger ist bekannt für ihre Oldtimer hier im ganzen Norden. Wir sind eifrig dabei, natürlich auch Leute zu finden, die Lust haben, dieses Projekt mit zu begleiten und mit zu unterstützen. Und wenn Sie möchten, sprechen Sie hier die kleine Dame an. Sie steht Ihnen dann Rede und Antwort. Mit Werbematerial bringen Christian und Conny ihre Botschaft und das Volk. Sie haben sich entschieden, statt eines großen 50.000-Euro-Ballons ein kleineres Modell zu wählen, einen ferngesteuerten Heißluftballon. Kosten nur noch etwa 5.000 Euro. Trotzdem bestens geeignet für Werbezwecke aller Art. Eine Idee von Connys Unterstützern. An diesem Abend sind die Neumünsteraner auch mit Luftballons zufrieden. Thomas braucht dringend einen neuen Ausbildungsballon. Eine Katastrophe, dass ausgerechnet seiner durch den TÜV gefallen ist. 14 Kilo auf einem Quadratzentimeter muss der Stoff aushalten. Wenn er das nicht tut, dann ist er zu ersetzen. Und wir haben das ziemlich großflächig dann gemessen und festgestellt, dass eine Reparatur in diesem Ausmaße nicht mehr sinnvoll ist. Also das ist natürlich jetzt ein Problem, weil wir mitten in der Schulung sind und haben da jetzt gerade keine Hülle zur Verfügung. Also ich suche eigentlich einen Ballon in der Größe, der auch zuvor Ausbildungsballon war, sprich 3.400 Kubikmeter, Pilot plus 4 maximal. Darauf hat er jetzt auch schon 10 Stunden geschult. Das heißt, es macht auch Sinn, dass es in dieser Größe weitergeht. Das ist die Hülle. Gesucht wird in Ballonbörsen. Dieser gelbe ist Favorit. Einen neuen Werbevertrag gibt es nicht. Das macht ihn teuer für Thomas. 10 Jahren im Höhlensack. Da macht sich die ein oder andere Bakterie schon mal über den Stoff her. Kassi, ich halte ihn nicht mehr. Pilot Henny Fiedler hat eine andere Ersatzhülle vorbeigebracht. Es hat sich herumgesprochen, dass Thomas Hilfe braucht. Er muss im Prüfungszeitplan bleiben. Die nächste Ausbildungsstation für Norman? Die Alpen. Ein fester Termin. Das war wenig Durchlässigkeit. Mhm. Jeder hat mal die Chance, ins Klo zu greifen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dabei austauscht. Und da sind wir hier vor Ort ein wirklich sehr sympathischer Freundeskreis von Ballonfahrern, von Ballonpiloten. Und ist man ganz aufrichtig zueinander. Und wir haben eine sehr herzliche Beziehung.
Trotzdem, auch seine Hülle müsste erst angemeldet werden. Das dauert. Also ohne Schulungsballon in die Alpen. Österreich. Internationales Ballonfahrer-Meeting am Walchsee, Kaiserwinkel. Vielleicht war es der Stress bei der Suche nach einem Ausbildungsballon. Die nächste Panne ist da. Das jährlich nötige Flugtauglichkeitszeugnis von Pilot Thomas ist gerade abgelaufen. Fahrverbot. Nur noch Beifahren erlaubt für den Gesellen und seinen Meister. Thomas nimmt es mit Humor. Er weiß doch, welche Papiere notwendig sind, um in den Ballonkorb einsteigen zu dürfen. Er hätte mich ja mal darauf hinweisen können, dass mein Medical abgelaufen ist. Der Kieler Pilot Jens Rönnfeld hilft aus der Patsche, nimmt die beiden mit. Die Ausbildung kann weitergehen. Norman hat jetzt also sogar zwei Piloten, die sich um ihn kümmern. Norman, kannst du gut sehen? Ja, ich sehe. Ist ein Traum, oder? Ja. Norman? Das Fahren in unterschiedlichen Temperaturzonen ist Pflicht für Pilotenanwärter. Das ist jetzt der Bergwind. Vom Berg kommend fallen die kälteren Luftmassen ins Tal hinein und fließen abwärts. Und das wird irgendwann aufhören und vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt bringen, nämlich den Talwind, der möglicherweise genau in die entgegengesetzte Richtung uns fahren lässt. Meter? Ja. Im Moment sind wir schon wieder da. Wir werden wieder flacher. Wir wollen eigentlich runter. Rot-weiße Leine. Ziehen wir ein bisschen raus. So wie ich jetzt hoffentlich auch eine gewisse Ruhe ausstrahle, das versuche ich auch dem Norman beizubringen. Er soll sein Handwerk so gut können, dass er sich in dem Bereich komplett sicher fühlt. Und dann strahlt er auch eine Ruhe gegenüber den Gästen aus. Und das ist wichtig. Einmal auf den See aufsetzen. Aber sanft. Ja. Vorsicht. Ja, wir werden gleich ein bisschen aufstoßen. Aufstoßen? Moment. Du hast so einen Aufstoßer, du. Ja, wunderbar. Ein Abdruck im Walchsee. Ein norddeutscher Korbprint. Cool, Baby. Chill, Nomi. Du kannst bei der Post anfangen. Anlecken und anlecken und ja, super. Es ist ja relativ offensichtlich, wenn man ihn erlebt, dann ich sag mal, drückt sich ein Abiturient anders aus. Das heißt, er hat also eine einfache Schulbildung, er hat auch keine leichte Kindheit gehabt. Und das alles finde ich erstmal bemerkenswert, dass er dann diesen Weg geht. Ich empfinde das als eine Charakterstärke und das ist ein großes Kriterium für mich und im Allgemeinen für Piloten. Hier, in diesen Breitengraden, entstand vor etwa 12 Jahren der Wunsch, ein Ballonfestival auch mal im hohen Norden zu machen, zur Kieler Woche. Hier ist der Geburtsort, der Balloon Sale. Wir müssen das mal in Kiel machen. Irmi, wir wollen das mal in Kiel machen. Was Kiel denn? Dann hat sie gesagt, lernst erst mal Ballon fahren, dann könnt ihr auch über Ballonfestival oder. Mittlerweile geht's schon, gell? Mittlerweile geht's. Kommt runter.
ein Blut, Thomas. Man nennt Thomas dann irgendwann den Joppi, hieß das der Ballonfahrer. Geht noch, geht noch. Ein paar Tage lang treffen sich insgesamt 50 verschiedene Ballon-Crews aus aller Welt zu Starts in den Bergen. Getankt wird abseits der öffentlichen Wege, Stickstoff muss zugesetzt werden, die Temperaturen erfordern das. Probleme mit starkem Wind wie im Norden gibt es in diesen Höhen für die Piloten fast nie. Nebel ist eher ein Thema. Für Norman ein Intensivkursus in Theorie und Praxis. Wir brauchen einen Mindestdruck von 2 bis 3, das ist der Mindestdruck, den wir brauchen. Am besten sind so 6 bis 8 bar. Und deswegen sticken wir den jetzt, um den Druck zu erhöhen. Stickstoff. Ne? Gaslehre muss er gut können. Und Handschuhe muss er anhaben, ne? Handschuhe und nicht im Korb rauchen. Zu Raucher? Nein. Wenn das Wetter einen Start nicht zulässt, schicken die Piloten Ballon-Azubi Norman in immer neue Bewährungsproben in eine Kindergartengruppe. Norman soll Auftrittsverhalten üben. Man schließt seine Flaschen alles an, probiert die Brenner aus, wie viel Bar man hat. Und hier ist das, wir haben hier eine sehr kalte Luft. Also hier muss man noch mal besticken vorher, weil die Flaschen nachher, wir brauchen einen Mindestdruck von 2 bis 3 bar. Die Kinder sind fasziniert. Für sie hat Norman bestanden. Details interessieren hier nicht. Ich finde es sehr schön hier. Ganz andere Wetterbedingungen hier. Ne? Auch wegen den Hügel, wegen den Bergen alles. Und es ist ein ganz anderes Ballonfahren als oben in Kiel. Ne? Ricardo, moin! Mallorca. Private Wettfahrt mit einem Ballonteam aus Spanien. Ideal für Prüfungsfragen. Wer von uns beiden hätte jetzt Vorfahrt? Er oder ich? Wir, weil wir höher sind. Wir sind höher? Unten. Unten hat Vorfahrt, weil er mich von unten nicht sehen kann. Ach so. Ich habe von oben den Überblick. Ja, musst du sie das, natürlich ich muss ihm ausweichen. Aber Vorfahrtsregeln musst du noch üben, ne? Ja. Das. Aber das weiß ich jetzt. Jetzt weiß ich's. Vorsicht jetzt bei der Landung. Ein bisschen locker in die Knie gehen. Verschiedene Piloten, unterschiedliche Arbeitsweisen. Das Material- und Ausbildungspech entpuppt sich für Norman jetzt als Chance, mehr Fahrstile kennenzulernen. Ich werde hier bei diesem Wind, hier ist also eine ordentliche Düse, ja. Merkt man hier gerade, ja. Nicht wieder aufsteigen. Wir haben jetzt keinen Weg hierher kommen sehen, wo man mit einem Auto hinfahren könnte. Es ist auch tief, aber ich schätze mal, wenn man so mit Fuß reingeht, dann wird man schon so 40, 50 cm vielleicht einsinken. Ne? In Schweiß kommen jetzt die Verfolger. Der Ballon muss gerade ebenso vom Piloten schwebend über dem Boden gehalten werden. Der Rest ist dann schieben, ziehen, drücken, tragen. Schön, wenn man irgendwann Pilot ist. Prima, ganz großes Kino, Leute.
Es hätte ein so schöner Tag werden können. Conny wollte mit Elvis-Sänger Tom Miller auf Sponsoren fangen, aber der hat kurzfristig abgesagt, krank geworden. Ich bin ja nicht der Typ, der sagt, Geld spielt für mich als erstes eine Rolle, sondern für mich spielt Spaß, Freude, Menschen etwas Schönes zeigen, geben, das ist eigentlich mein Ding. In der Nähe von Kiel hat sie ihre heilige Halle mit ihren alten Schätzen. Ein langer Weg bis hierhin. Conny kam der Liebe wegen in den Norden, schlug sich als Floristin durch, als Kinderfrau und folgte immer dem Spaßfaktor, dem Bauchgefühl. Auch wenn das nie das große Geld in ihr Leben gespült hat. Heute also wieder mal gezogene Handbremse in Sachen Elvis-Ballon. Conny überlegt jetzt, den kleinen Ballon notfalls irgendwie selbst zu finanzieren. Ja, hallo, Conny Landsberger, guten Morgen. Herr Kalinowski, ich hatte Sie doch letzte Woche angerufen und gebeten, uns für die Vorbereitung für Tom Miller, für den Auftritt Strom zu legen und so weiter. Ne? Nun muss ich leider absagen, Tom ist erkrankt. Okay, tschüss. So, der sagt allen Bescheid. Das ist schon mal gut. Dunkle Seiten? Naja, Also mich hat er schon mitgenommen, dass ich da so nach einiger Zeit von meinem Ex-Mann verlassen wurde. Das hat also echt eine gute Zeit gekostet, bis ich da wieder rauskam aus dieser dunklen Seite. Das war schwierig, also ganz ehrlich, richtig schwierig. Aber man kann das nicht verändern und es kommen ja immer wieder schöne Sachen. Und ich bin positiv und ich finde immer Freude an allem und das ist das Wichtigste. Deine Gedanken einfach mal zu Papier gebracht in einer bestimmten Die, Kultur. Die sie ansteckt mit ihrem Esprit, nehmen Wege auf sich. Tom Stricker ist Luftfahrtunternehmer aus Hamburg. Die Idee vom kleinen, ferngesteuerten Elvis-Ballon gefällt ihm. Der Vorteil ist, sie ist nicht gebremst durch irgendwelche Auflagen, weil sie akzeptiert das nicht. Und ein anderer großer Vorteil ist, dass sie aus meiner Sicht die Dinge, die ich beobachtet habe, bislang nahezu zu 100% umgesetzt hat. So, und das ist auch der Grund, warum ich nach langem Hin und Her immer wieder so reingrätsche und sage, Conny, sortier dich, mach ein Konzept. Ich helfe dir dabei, weil ich jetzt wiederum beruflich bedingt von der vertrieblichen Seite auch komme und das Ganze halt vielleicht strukturierter begleiten kann. Aber eigentlich denkt er größer und schlägt einen Zweisitzer vor mit sich selbst als Piloten. Hamburg. Behörde für Wirtschaft und Verkehr. Theoretische Prüfung. Normans schwangere Frau Steffi ist mit. Es gibt die Blicke, aber er will trotzdem auf Abstand und seine Ruhe mehr haben. So in sich gekehrt ist er. Sind entsprechend vorbereitet, die Stunden Zeit für 215 Fragen. Ansonsten können Sie auch gerne mal rausgehen oder sowas. Kein Problem, zwischen den Fächern ist wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, dass irgendwie gemogelt oder geschummelt wird, das ist klar. Viel Erfolg, toi toi toi, Sie sind gut vorbereitet, denke ich, alle aufgeregt. Das ist auch wichtig, dass man ein bisschen aufgeregt ist dabei und dann klappt das. Also Norman ist total nervös seit gestern Abend. Also gestern Abend saß er schon ganz wild, oben hat noch gelernt und kam er runter und sagte, er ist überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich habe ihn bestärkt und habe gesagt, er ist total gut vorbereitet. Und ja, auf Hinfahrt hat er auch noch gelernt und ein bisschen geschlafen und ja, mal gucken. Die meisten Pilotenanwärter haben Abitur oder Examen. Norman hat Hauptschulabschluss. Mindestens 75% aller Fragen muss er richtig beantworten. Norman gibt als Erster ab, nach weniger als 3 Stunden. Ja, Kuppermann, was soll ich sagen? Theoretisch können Sie Ballon fahren. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Das Gute. Viel Spaß bei der praktischen Ausbildung dann und bei der praktischen Prüfung viel Erfolg. Ja, und vielen Dank. Glück ab und gut Land, sagt man in der Ballonfahrerszene. Dankeschön. Ja, geschafft. Geschafft. Oh.
bin ich aber erleichtert. Ja, ich hab bestanden. Ja, ne? Ja, danke. Oh, endlich, ey. Jetzt ist mir ein Stein von Herzen gefallen, das glaubt man. Ja, Thomas hat sich auch gefreut. Ja, das ist bestanden. Aber. Oh. So, jetzt. Was machst du jetzt? Was jetzt? Jetzt fahren wir, ja, Babyklamotten schon. Die Freiwillige Feuerwehr Bordesholm hat eine Ballonfahrt gebucht. Nur eine Auswahl an Kameraden kann in den Korb, aber begleitet wird die von der ganzen Truppe. Thomas hat wieder einen Ausbildungsballon, aber der ist von den Behörden noch nicht freigegeben. Das ist ein Riesenthema im Moment, weil wir kommen mit der Ausbildung nicht weiter. Natürlich kann in solchen Situationen kann er schon sich üben im Umgang mit Passagieren, aber das eigentliche Fahren findet im Moment nicht statt, weil es die Behörden mühlen da sehr langsam malen. Gründe muss ich gar nicht weiter erläutern, ist halt so. Und wir kommen so langsam ein bisschen in Zeitdruck. Wenn wir jetzt noch ungefähr 8 bis 10 Stunden Ausbildungsfahrten durchziehen wollen, dann wird das eng bis zur Kieler Woche und bis zur Balloonzähl. Denn da soll ja die Prüfung stattfinden. Das ist ja unser Ziel. Das heißt, er ist natürlich berufstätig, er kann nicht jeden Tag. In der Woche morgens habe ich natürlich unendlich viel Zeit. Aber er nicht. Oder es konzentriert sich alles aufs Wochenende. Weil die Abendfahrten muss ich Geld verdienen. Ich kann abends nicht schulen. Norman ist heute wieder Verfolger. So, wenn die Mitfahrer ein bisschen dichter kommen würden, kann passieren, dass der Korb noch mal ein bisschen nach rechts und nach links geht. Also auch vorsichtig mit den Füßen darunter. Und die nachher auch mitfahren, ein bisschen so außen stehen und ein bisschen drücken. Ja, und es ist auch wichtig, dass ich in den Hintergrund trete. Wenn ich jetzt immer hinter ihm stehen würde, würde ich ihn natürlich nervös machen. Und das soll ja nicht passieren, sondern er soll ja ganz eigenständig verantwortlich handeln. Er soll sich nur nicht festsabbeln. Ne? Das ist nämlich auch so ein kleiner Sabbelbruder. Ne? Feiert sich schon so ein bisschen, ne? Die Feuerwehrleute sind gerade im Begriff abzuheben. Da fliegt ihren Kameraden etwas zu. Es beginnt ein kleines Dilemma. Alarm ist eindeutig unten. Am Boden retten sie jetzt eine Kameradrohne mit Leiterwagen und allem drum und dran. Traumeinsatz für die Feuerwehrleute, die hier eigentlich heute das große Nachsehen gehabt hätten. Norman behält seinen Traum vom Pilotenschein fest im Blick. Für die Zeit der Balloonzähl hat er schon mal Urlaub eingereicht. Norman steuert gefühlt auf Endspurt. Am Ende der Feuerwehrfahrt die traditionelle Ballonfahrertaufe. In der alten Rollenverteilung, Pilot Thomas, Verfolger Norman, sind die beiden ein eingespieltes Team. Quadratmeter Stoff. 4 Zuschneider, eine Näherin, 1200 laufende Meter Garn. Der Elvis-Ballon geht bei Robert Maiknecht in Lübeck in Produktion. Aber da stimmt was nicht. Manchmal gibt es beim Digitaldruck einfach Probleme. Sprich, irgendwas passt nicht richtig oder es wird über die Stoffkante hinaus gedruckt. Da müssen diese Bahnen erneut gedruckt werden und wir werden in einer halben Stunde die fehlenden Bahnen bekommen. Und dann wird einfach, werden die Bahnen hier dran genäht, zugeschnitten und dann angenäht. Conny hat bislang keine Sponsoren gefunden. Erstmal mit Luft gefüllt ist. Das sind doch deine Farben. Ja. Ja.
Sie zahlt erstmal selbst. Die Korrekturbahnen sind da, neues Problem. Die Länge stimmt nicht. Alte Bahnen mit neue Bahnen. Das neue Bahnen gekommen, 2 Zentimeter zu kurz. Jetzt muss man improvisieren, genau. Und dann zum Schluss kommt dann halt raus, wie das Gesamtbild stimmt. So, aber es ist halt ein Stoff, der arbeitet, der mit uns arbeitet. Dementsprechend entstehen solche Probleme halt. Bei den Luftwerkern haben sie schon ganz andere Formen an den Start gebracht. Den Versatz wird keiner merken. Das Antlitz von Elvis wird nicht mal tangiert. Mal gucken, ob ich was in Pink finde, was mit Pink zu tun hat. Ist ja jetzt erstmal nur weiß. Conny sammelt Souvenirs für künftige Sponsoren und Elvis lebt. Die Farbe, das leichte Rot, ist jetzt nicht die Gesichtsfarbe von Elvis, sondern da kommt die Farbe des darunterliegenden Stoffes durch. Kann man ihn erkennen? Ja, ne? Ich habe ja davon berichtet, dass Ballonfahrer teilweise eitle Menschen sind. Und was machen eitle Menschen? Sie schmücken sich. Thomas hat unter seinem Ausbilder gelitten. Ein arroganter Vertreter der üblen Art, sagt er. Am Anfang waren es die Aristokraten, die die Gasballonfahrer ausgemacht haben. Die haben dann wiederum die Heißluftballonfahrer in den Anfängen ausgebildet. Und so wurde eine gewisse Eitelkeit auch mitgetragen. Mein damaliger Chef, da wohl eine Ausnahmeerscheinung war. Also im Positiven, weil er sehr, sehr erfahren war, auch in extreme Situationen hineingegangen ist. Davon habe ich gelernt, was man nicht machen sollte oder was man vielleicht gerade noch verantworten kann. Aber viel wichtiger ist es für mich immer gewesen, dass man menschlich miteinander auskommt. Und wenn das dann zur falschen Seite schwappt, das Ganze, dann habe ich da ein Problem mit. Weltweit ist er unterwegs gewesen, hat schwierige Ballonformen gesteuert. Die Trophäen liegen in einer Schatztruhe. Ja, also die, da war ich mit dem Ottifanten und dem Otto-Katalog in Albuquerque. Und da hat jede Sonderform so einen Silberdollar bekommen. Und da ist sogar der Ottifant drauf. Also mehr Ehre kann man nicht haben. Als Ballon-Fuzzi. Es ist kurz vor der Eröffnung der Balloon Sale in Kiel. Conny hält es nicht mehr aus. Abseits der Öffentlichkeit muss sie hier und jetzt ihren Elvis-Ballon zum ersten Mal an den Himmel bringen. Jupp Hein hilft bei der technischen Einweisung. Ihr Mann Christian soll Fernsteuerpilot werden. Juhu! Ist das toll? Absolut! Und das ist. Ich bin sprachlos. Selten, aber ich bin sprachlos. Die Piloten hält es nun auch nicht mehr. Premiere eines erfüllten Traumes. Oh, ein weißer Elvis-Ballon. So hast du mich auf meinen Traum gebracht. Und dadurch, und wenn ich das schaffe, kriege ich einen Kniefall. Sensationell. Hätte ich nie gedacht. Nee, weil Conny ja nicht aus dieser Szene kommt eigentlich. Ne? Sie ist eine durchgeknallte Cadillac-Fahrerin, aber keine Ballonerin. Ne? Und aber geil. Kann man nur Chapeau, Chapeau, Chapeau. Toll. Mit dem kleinen Ballon will Conny jetzt für den großen werben, für den Zweisitzer, also weiterträumen. Eine Wackelpartie ist die Balloon Sale, nur durch Sponsoren und Ehrenamtliche getragen. Jedes Jahr zittern die Organisatoren Thomas Oeding und Christoph Lalois, ob es wieder einen Startschuss gibt. In diesem Jahr ist auf den letzten Drücker ein neuer Hauptsponsor eingesprungen. Fast 10.000 Gäste werden erwartet. Dort bauen wir jetzt gerade das Heuzelt auf, wo die Kinder spielen können. Dann haben wir den riesen Sandkasten gebaut. Und wir haben natürlich das Problem, aus dieser Wiese eine Stadt zu machen. Ein Dorf mit Infrastruktur, Wasser, Strom. Wir haben natürlich auch immer das ganze luftrechtliche Programm, was vernünftig funktionieren muss. Keine Unfälle, kein Stress mit den Landwirten bei der Landung. Norman hilft anderen bei der Erfüllung ihres kurzen Traumes. Einmal abheben und ab Kranhöhe die innere Ruhe finden über Kiel.
Ihr Einsatz hat Kultstatus. Conny organisiert den Oldtimer-Korso während der Balloon-Sale. Das macht sie mittlerweile aus dem Handgelenk. Etwa 150 alte Autos drehen, wie von der Schnur gezogen, ihre Kreise durch die Kieler Woche und ködern ihrerseits Gäste zum Nordmark-Sportfeld, wo die Ballone und ihre Piloten 10 Tage ihre Szene haben. Die Krönung eines rosaroten Traumes. Offizielle Taufe vom Elvis-Ballon. Wer ist das? Der ist auch auf dem Ballon drauf. Ja, klasse. Das ist der Taufpate. Guten Tag. Und Olli, Franke, das ist derjenige, der ständig hier mit den Kameras rumläuft. Ein bisschen viel Wind für eine Feuerprobe. Tuchfühlung haben so alle, die dabei waren, als der King seinen wohl weltweit ersten Ballon bekommt. Alles nicht so schlimm, in Ruhe. Ich wünsche euch alles Gute, allzeit Glück auf und gut Land. Jawohl. So, Achtung. Wow! Hey! Jawohl. Machst du gut? Ja. Ein Traum muss sich entwickeln dürfen. Dann setzt er wohl im besten Sinne Energien frei. Nie hätte Conny gedacht, dass ihr Elvis-Ballon mal beim Night Glow glüht, dass Christian der Mann am Brenner wird und ihn mit Fernsteuerung in der Hand hat. Endlich, der gelbe Ausbildungsballon ist klar. Ein Traum kann tragen, wenn man ihm vertraut. Und ihm noch während seiner Erfüllung die schönsten Seiten abgewinnt. Wir hatten ja schon 2, 3 Morgenfahrten und da hat er Probleme mit dem Aufschwimmen auf die kalte Luft. Und das hat er jetzt gerade sehr gut gemacht. Prüfungsfit, würde ich sagen. Also wir versuchen hier gleich mal zu landen in Walsdorf. Ja, verstanden. Endlandung. Thomas, geh da nicht runter. Tu dir einen Gefallen, geh da nicht runter. Okay. Wieder durchstarten. Um Himmels Willen, Frieden auf Erden, das ist dem Piloten wichtig. Keine großen Flurschäden. Wenn wir beiden ganz allein im Korb sind, und das sind ja dann auch diese wunderschönen Morgenfahrten, ist schon was ganz Besonderes. Und dann kann ich auch mal wieder ein bisschen Kind sein und ein bisschen wilde Sau spielen mit dem Ballon, nämlich Kontur fahren und all die kleinen Spielchen, die man mit dem Ballon dann machen kann, die aber mit Passagieren eben nicht gehen. Das sind dann schon, ja, ein bisschen doch ein kleiner Junge, ne, was das betrifft. Das macht dann Spaß. Einmal noch Riesen heizen. Okay, so, Landehaltung. Ja. Achtung, das rumst. Oh, wieder so brutal. Oh. Aua!
Juhu! So, jetzt alles gut. Juhu! Was machst du denn? Du sollst aufziehen, Junge! Mensch! Zieh, Norman! Du sollst aufziehen! Was machst du denn da? Oh, das ist alles gut. Guck mal, Norman, was ist jetzt hier? Zieh auf, verdammt! Oh, was habe ich eben gesagt? Ich zieh alles auf! Ja, was machst du denn hier mit mir? Du musst die ganze Zeit ziehen, das schließt dich wieder. Ja. Da traue ich mir zu, ne? Ja. Da traue ich mir zu, so eine Morgenfahrt. Da mache ich locker. Alle Sitze heile. Sarah Mike, Sarah Echo. Wir sind nicht in Hannover, aber wir sind in Berlin. Da haben wir. Achso, 2-6 links. Genau. Also Papa, Papa, Delta Echo, Papa, Papa Lima. Pauken für das Sprechfunkzeugnis. Neu für Ballonpiloten. Egal, ob sie jemals auf einem internationalen Flughafen landen oder nicht. Die Fremdsprache mit dem Tower gehört dazu. Norman sagt für ihn der schwerste Teil der ganzen Ausbildung. 2-6 links. Ja. Delta Echo Papa Papa Lima, rufen Sie Turm 124,525. Guten Flug. Die Luft ist raus. Die Balloon Sale beendet. Norman ist nicht Pilot. Die Prüfung hat nicht stattgefunden. Der Zeitfaktor hat uns da richtig in den Arsch getreten, muss ich mal sagen. Erstmal war die Hülle, der Ausbildungsballon war im Arsch. Das hat 2,5 Monate gekostet. Ja, ja. Dann dein Antrag. Musstest ja noch ein paar Sachen besorgen. Genau. Und auf die letzten Meter hat auch noch das Wetter dazwischen gefunkt. Der Prüfer war die ganze Zeit Standby. Jetzt müsste er extra wieder anreisen oder sie müssten nach Braunschweig. Norman kriegt aber keinen Urlaub mehr. Katerstimmung. Wir müssen einfach von Tag zu Tag schauen. Aber Norman, du machst das gut. Ja, habe ich ja gelernt. Man muss die Schüler auch mal loben. Habe ich auch einen guten Lehrer. Ach, übrigens, Conny hat ihren schrottigen Plymouth verkauft und ist damit ihrem großen Ballon ein Stück näher. Norman wartet noch immer auf seinen Prüfungstermin, aber er ist Papa geworden von einem kleinen Mädchen mit Namen Amy. Die wird bestimmt mal Pilotin. Träume hält man am besten immer ganz hoch.